Wie rechnet man da die steigende Assekante aus? Das k kann man über den Differenzenquotient berechnen. Durch die Differenz der x-Werte. Nein, braucht man gar nicht. Ja, dann setzen wir das einfach mit dem Minuszeichen. Aber was haben wir für Differenz der y-Werte? Die y-Werte sind 4 und 1, oder? Also rechnen wir 4 weniger 1 geteilt. Die Differenz der x-Werte sind 2 weniger 1. Also kommt eine Steigung heraus 3. Hat das? Oben, das Ganze zuerst verschoben. 3 durch 1, das würde ergeben genau 3, oder? Das heißt, wir haben unsere Steigung der Sekante berechnet, wenn wir die zwei Punkte da jetzt annehmen mit 1 und 1 und 2 und 4. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen weiter noch zu laufen. Ich deute das jetzt mit einem Pfeil an. Wir lassen den Punkt B da weiter zu übergehen. Das ist genau das, was ihr händisch jetzt gemacht habt mit dem Applet, werden wir jetzt mathematisch machen. Das schreibt man so auf. Wir lassen die Differenz der x-Werte. Was ist denn die Differenz der x-Werte jetzt gewesen? Die war genau 1. Das lassen wir jetzt Richtung 0 wandern. Wir machen die Differenz kleiner. Zeige das auch mit dem Pfeil an. Wir gehen von 2 Richtung 1 zurück. Das Delta x wird immer kleiner. Wenn das 0 wäre, hätte die Division durch 0 ist ein bisschen ein Problem. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das vielleicht ein bisschen allgemeiner ausschaut. Ja, ich mache das jetzt an einer Stelle, bei einem Punkt, der hat einfach irgendwie folgende Koordinaten. Ich tue das da mal kurz weglöschen. Braucht es nicht weglöschen, sondern nur, damit jetzt viel überlagert ist. Na, nicht. Sache weg. Ich suche mir jetzt einen Punkt, der ist irgendwo da, der wandert immer weiter zu, der hat folgende Koordinaten. Der hat die Koordinaten. Das ist die Stelle 1 und ein Stückerl Delta x dazu hat also der die Koordinaten, die x-Koordinaten 1 plus Delta x. Und was ist der y-Wert dazu? Der ist irgendwo da nach oben. Wie rechnet man denn bei jeder Funktion den y-Wert aus? Oder wie komme ich denn auf die 4, wenn x-Wert 2 ist? Ich habe das einfach in die Funktion ersetzt, oder? Die Funktion war das Quadrat. Das heißt, damit ich auf den y-Wert komme von dem, brauche ich ja nur das 1 plus Delta x in die Funktion einsetzen. Das tue ich mir jetzt ein wenig schwer. Wenn ich 2 einsetze, 2 zum Quadrat ist 4. Wenn ich 3 einsetze, 3 zum Quadrat ist 9. Jetzt muss ich aber das 1 plus x einsetzen. Schreibt das so her. Ich muss das 1 plus x in die Funktion einsetzen. Schauen wir mal, was das ist, als kleine Nebenrechnung. Was ist denn
der y-Wert, wenn ich 1 plus Delta x in die Funktion einsetze. Was sagt meine Funktion? Meine Funktion sagt, nimm das x und quadriere es. Das habe ich da oben hingeschrieben. Die Funktion sagt x². Wenn ich also Franz einsetze, muss ich Franz² schreiben. Wenn ich Sepp einsetze, Sepp². Wenn ich 1 plus x einsetze, muss ich also als Funktionswert was schreiben? 1 plus Delta x². Die Funktion sagt ganz einfach nur, quadriere mich. Egal was da vorne drin ist. Das macht die Funktion, sie quadriert das Argument. Ja, jetzt verwenden wir die zwei Punkte, also nur mal der Punkt da oben, diesen grünen Punkt, was hat der jetzt für Koordinaten? Der x-Wert ist 1 plus Delta x, okay? Der y-Wert ist 1 plus Delta x zum Quadrat. Das ist aber ein bisschen abstrakter. Ich rechne jetzt nicht mit Zahlen, so wie 2 und 4, sondern ich habe mit diesem Wert 1 plus x und 1 plus x verraten. Nur mal, ich jetzt sofort das von dir sagen. Der Punkt, der die Quadraten hier sein und die hier sein, kann ich einfach nur zahlen. Dann habe ich immer 2 und 2 Quadrat. Schreiben wir jetzt dann 4. Wie berechnet man jetzt mit diesen neuen Punkten die Differenz? Die fangen wieder oben an, der y-Werte. Schauen wir mal, wo die y-Werte stehen. Hat das? Die Differenz der y-Werte. Der erste y-Wert ist das da, oder? 1 plus delta x². Der zweite y-Wert ist das da, 1. Das schreibe ich genauso jetzt drauf. 1 plus Delta x Quadrat weniger dem anderen y-Wert. Genau das gleiche oben gemacht. 4 weniger 1. Irgendwas weniger 1. Irgendwas weniger y-Wert. Irgendwas weniger y-Wert. Die Analogie ist üblich. Dann muss man das Zeug stellen und dann muss man das Zeug stellen. Genau so. Was schreibe ich unten hin? Versuche es wieder zu markieren. Das ist der eine x-Wert, oder? Das ist der andere x-Wert. Also 1 plus delta x weniger was? Weniger 1. So sein. Die Differenz der zwei x-Werte ist ja genau Delta x. Das hat man einfach so bezeichnet. Was bleibt denn oben übrig, wenn ich das mit einer binomischen Formel ausrechne? A plus b gamma zum Quadrat. Da bleibt übrig 1 Quadrat. Ich schreibe es langsam her. Plus 2 mal AB, was ist A? Ja, A ist 1. B ist Delta x. Plus, was bleibt jetzt nur übrig? Das Delta x². Ich schreibe es in Klammer auf, okay? Delta x zum Quadrat. Und hinten noch ein minus 1, weil es da oben noch steht. Verständlich? Eigentlich nur mal was übrig. Ich habe da vorne noch was vergessen, aber das ist jetzt nicht so tragisch, da muss da eigentlich nicht mehr stehen. Ich schreibe es da nochmal her.
ich es gleich gemacht habe. Bleibt eigentlich nur mal was übrig, 2 mal Delta x, weil 2 mal 1 ist 2 mal Delta x plus Delta x Quadrat. So weit, so gut. Das bleibt oben übrig. Und was bleibt unten übrig? Delta x. Entscheidende Gedanke von der ganzen Einheit ab. Da vorne steht der Grenzwert, ich würde das Feld der Linie immer kleiner machen. Das ist das, was Sie mit dem Schiedsrichter immer kleiner gemacht haben. Das will ich leider zurückkommen. Wenn ich jetzt da statt dem Delta x 0 einsetze, hätte ich einmal im Kopf nach, was kommt da raus? 2 mal 0 ist 0 plus 0 zum Quadrat ist 0, 0 durch 0. Das stehen wir schon mal. Dann habe ich genau das gleiche Problem, 0 durch 0, was ist das? Kommt gut zu keiner Zahl. Jetzt kommt ein cooler Schmäh, sieht der da oben, dass man den Delta x herausheben kann, oder? Ja. Schreibt ja weiter. Also, das vorhin schreibe ich noch mit. Wenn das Delta x 0 wäre, dann hätte der Problem 0 durch 0 ist ja schwach zum Rechnen. Aber wenn ich Delta x heraushebe, bleibt mir übrig 2, oder? Plus Delta x da hinten durch Delta x. Und jetzt kommt ganz was Cooles. Delta x mal Klammer durch Delta x, das kann man ja kürzen, oder? Ja? Also bleibt ja eigentlich nur mehr das da übrig. Grenzwert, das Delta x sollte irgendwann einmal 0 werden, von 2 plus Delta x. Also ich fasse den Gedanken, schreibe nur fertig zusammen. Was ist, wenn das Delta x jetzt wirklich gegen 0 geht? Heißt, aha, das da hinten fällt weg, das wird 0. Also bleibt wirklich eine Zahl übrig. Nämlich, was bleibt übrig für Zahl? 2. Und ich habe tatsächlich jetzt wirklich diesen Grenzwert berechnet, wenn ich die 2 Punkte aufeinander zuwachsen lasse. Und was ist dieser Grenzwert? Dieser Grenzwert wird genau besteuert, du bist. Das heißt, das ist jetzt das K, von der Funktion wird. Und genauso wie jetzt da manche von dir sind, das ist so ziemlich brauchbar. Das ist ein komisch, oder? Vorher ist es nicht gegangen, oder? Vorher habe ich gesagt, was ist, wenn der 0 einsetzt, die Funktion. Aber es ist noch kein Problem, wenn ich das Delta x umsetze. Dass wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, das will ich gar nicht machen. Das ist aber ein komplexer. Wenn wir mit Grenzwerten, mit Stetigkeiten, mit Unstetigkeiten, mit ganz viel Hochgrad in der Mathematik zusammen. Das ist wirklich Mathe. Aber von der Idee her, und das ist nur das erste und auch das einzige Beispiel, das wir diese Grenzwert ausrechnen. Ich zeige euch dann den Abkürzungsweg. Der Abkürzungsweg, dann kann ich sogar am 6-Jährigen erklären. Nur auf das. Wirklich, das habe ich mit meinem Kurs probiert. Aber die Idee dahinter ist, dass man praktisch 2 Punkte hat, von einer Signante ausgehen kann, also einen Grenzübergang macht. Man sagt dann, aha, man tut die 2 Punkte immer näher annähern. Da passiert was. Was da genau passiert ist, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, aber durch das, dass das immer klarer wird, muss ich mal ein bisschen, sagen wir so, in die Trickkiste eingreifen. Die Trickkiste heißt, ich fahre das so lang um, bis dass ich kein Problem habe, dass das Geld jetzt genügend wird und dann kommt wirklich eine Zahl mit raus, nämlich 2. Okay? Nur mal, was viel wichtig ist, als der Prozess, den werden wir nie wieder machen. Ja? Das ist mit dem Gymnasiasten oder mündlichen Apparaten oder sonst irgendwas. Das sind Dinge, für die soll ich keine Zeit haben, dass ich gleich
solche Grenzprobleme nicht erscheinen. Das Spannende ist, es ist egal, bei welcher Funktion wir anschauen, ob das eine Sinusfunktion oder ob das eine Exponentialfunktion ist. Es gibt immer wieder diesen klassischen Trick in die Trickkiste, dass sie das irgendwie wieder auflösen muss. Es geht dann ums Grenzwertberechnen. Das ist ein bisschen schwieriger, da lernt man Studenten dann auch damit. Viel wichtig ist jetzt der Zwarer. Bitte, was ist das für ein Ergebnis? Schaut nochmal zurück auf die Skizze, die sie da hat. An der Stelle x gleich 1 ist das Ding ungefähr 2 steil. Ich zeige euch das gleich jetzt mit einer sauberen Skizze. Werden wir dann eher gleich machen. Aber zuerst einmal so. Seht ihr diese sogenannte Tangente, diese Gerade? Das haben die viel Steigung. Das darf ich vom Ablesen. Steigung. Das heißt, an der Stelle schaut die Tangente, das ist ihre eigene Tangente, genauso aus wie die Funktion, das kostet, schwingt sie das an. Und hat die Steigung 2. Wer mir das nicht glaubt, ich tue mal ein bisschen farblich hervorheben. Die Funktion ist schwarz. Die Tangente mache ich grün. Und jetzt schaut mal, wenn ich da zubezoome. Jetzt könnt ihr Funktion und Tangente noch unterscheiden, oder? Jetzt suche ich mir den Punkt. Der Punkt ist da, ja? Der Punkt an der Stelle 1, 1. Zoome ich da noch ein bisschen weiter zu. Jetzt wird es schon schwer, dass ihr es unterscheiden könnt. Und spätestens, wenn ich so weit eingesummt habe, ist es unmöglich, nur zu erkennen, was jetzt die Funktion ist, die nur gebogen oder ist die Eckbranche. Dieses Prinzip des Linearisierens, das ist ein ganz wichtiges mathematisches Prinzip, ich versuche an einer Stelle so über Graden das Ganze anzunehmen. Das ist ein Prinzip, das kommt also ganz, ganz einfach her. Ich muss auf alle Fälle an einem Punkt nur so, wie wenn die Funktion nicht gebogen wäre, sondern wenn es grad war. Die Steigung. Die Steigung ist 2. An der Stelle ist die Funktion fast genauso steil oder ist genauso steil wie die Tangente. Also ich habe die Steigung 2. Also ich kann jetzt sagen, die Funktion an der Stelle 1 hat die Steigung 2. Das Ergebnis schreiben wir uns natürlich auch noch auf. Das war ja die Frage. Das war die Frage, die ich oben hingeschrieben habe. Welche Steigung besitzt die Funktion an der Stelle x gleich 1? Also als Antwort, die Funktion f von x gleich x Quadrat besitzt die Steigung 2 an der Stelle x gleich 1. Ich habe den Screenshot da wieder dazu, damit ihr das genau seht. Ihr habt ja schon mitgekriegt, dass das im Computer nur Eingabe ist. Werden wir natürlich dann auch noch machen. Und das ist eigentlich das absolut Wichtigste. Ihr müsst es mitkriegen. Mit diesen Differentialquotienten, mit dieser Sache, es geht eigentlich immer nur darum, die Steigung einer Funktion auszurechnen. Steigung nicht von einer linearen Funktion, sondern von irgendwas gefunden. Kurzer Hintergedanke zum Newton wieder. Steigung ist ja, was ich vorher gesagt habe. Wenn das jetzt ein Zeitwegdiagramm ist, am Anfang, wie groß ist die Steigung da nach unten? 0. Das heißt, das Auto steht. Dann wird es schneller, schneller, schneller. Machen wir aus einer Stunde, was ist die Geschwindigkeit nach einer Stunde? Und genau die Steigung. Je steiler, desto schneller ist das Ding. Das heißt, die Geschwindigkeit an diesem Zeitpunkt 1 ist 2. Da werden wir einige Anwendungen vielleicht auch physikalisch dran haben. Wir werden es mit etwas anderem verwenden. Bei MP3 brauchst du, da macht man von einer Funktion, jetzt sagen wir so, jedes Geräusch ist im Endeffekt eine Wellenbewegung. Nicht nur Welle, sondern überlagerte Wellen.
Diese überlagerten Wellen werden analysiert, aus welchen Einzelwellen das besteht. Dazu muss ich wissen, wie das verläuft, wie die Steigung dazu ist. Und daraus werden die Frequenzen ausgefüttert, die unser Gehör sonst auch nicht mehr braucht. Das haben wir noch nicht ganz, aber ich kann es dann nochmal genauer gehen. Komm auch noch dazu auf jeden Fall. Jetzt bitte, von dem weg, ich zeige euch nur, wie man das auch noch schneller zusammenkriegt, aber jetzt einmal vorher noch ganz wichtige Begriff, damit sich diese Steigungssache einbrennen kann. Ich hoffe, ihr habt dieses Applet noch offen und könnt da zurückgehen und könnt auf das dritte klicken. Das zweite ist genau das gleiche, Differenzen und Differentialquotient, da kann man sich das noch einmal anschauen. Auf das dritte, wo steht grafisches Differenzieren. Dann müsste das ungefähr so ausschauen. Hoffentlich. Das sind wieder andere Funktionen. Jetzt mal, wenn ich eine neue Funktion klicke, kommt eine neue Funktion heraus, oder? Ich suche mir da jetzt eine Funktion aus, die mir gefällt zum Anfangen. Zum Beispiel, nein, die Mutterwelle mag ich nicht. Die gefällt mir. Die schaut ganz gut aus, so haben wir gerade reingekommen. Was wird da jetzt mit diesem Apple wieder erreicht? Wird jetzt genau die Funktion gewählt, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Ich finde, eins haben die Scheiben das etwas. Ich würde immer nur so herschauen und erklären, was da passiert. Jetzt kann ich mir von einer Funktion, ich habe schon Funktion gefragt, oder auch nicht gedacht, wie groß ist denn die Steigung, wenn ich den roten Punkt da jetzt herstelle? Wie steil ist die Funktion da? Null. Da ist die Funktion. Die Steigung der Funktion. Wie wird die Steigung ausschauen, wenn ich den roten Punkt des Bordherstellt auf? Minus 1. Dann wird sie so hoch, oder? Das heißt, das wird fallen sein oder wird minus, würde es eine sein, oder die Steigung. Das heißt, ich kann mir jetzt zu verschiedenen x-Werten die Steigung dazu ausrechnen. Okay? Das wird in dem Fall automatisch immer gemacht, wenn sie den roten Punkt verschiebt. Wird unten, und jetzt bitte nur da mal hochzuschauen, zu jedem x-Wert die Steigung dazu eintragen. Wenn der x-Wert ansieht, seht ihr das? Ist die Steigung, das Dreikern, 2a. Bei 1 ist die Steigung 2. Jetzt schiebe ich den roten Punkt einmal weiter um. Ihr habt es richtig gesagt. Wenn der x-Wert 0 ist, was ist die Steigung? Wir sehen die Steigung, was ist Steigung 0, bei 0 wird die Steigung 0 aufgebaut. Jetzt schiebe ich den Punkt 0 weiter um. Was ist, wenn der x-Wert minus 1 ist? Was ist die Steigung dazu? Das ist bei 1 um, jetzt minus 2 nach unten. Zum Punkt minus 1, zu x-Wert minus 1, wird die Steigung minus 2 aufgebaut. Das heißt, zu jedem Punkt der Funktion kann ich die dazugehörige Steigung zuordnen und identifizieren. Probiert das bitte mal aus. Bei unterschiedlichen Funktionen immer wieder neue Funktionen, ganz lustig wird es bei der Wellenbewegung, immer gut überlegen, hey, wo gibt es denn zum Beispiel einen Punkt, wo die Steigung 0 ist? Ja, das ist der da. Zum Wert, zu diesem x-Wert ist die Steigung 0. Dann geht es nach unten, an die negative Steigung. Das ist die negative Steigung angezeigt. Dann entsteht auf einmal, wenn ich das ganz durchziehe, sowas. Eine andere Funktion. Zu jeder Funktion kann ich immer wieder die Steigung an jeder Stelle hinzufügen lassen. Das ist vielleicht interessant, die Funktion. Und wenn der x-Wert ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr groß steigend und dann nimmt die Steigung ab, so immer flacher das Ganze. Kann ich nur lesen, an dem ist eine große Steigung und dann nimmt die Steigung immer weniger. Ein letztes Mal noch.
einen Screenshot da machen kann. Das ist eine praktische Funktion. Habt ihr auch schon wer gehabt? Ja. Ja, nur eine Steigung, egal zu welchem Pixel, wird immer mit der Steigung. Pixel 1, das heißt, der Steigungsfunktion gibt es nicht. Der Waagrechte hat aber immer keine Steigung, da kommt immer nur Lasersteigung. Ja? Zu guter Letzt, klickt ihr mal da auf das Wort Ableitung, was daneben steht. Unten, ich hoffe es geht, aber ich dürfte mit dem Applet zusammenhängen. Dann erkläre ich es nur mündlich, doch, jetzt ist es gegangen. Klickt einmal ein bisschen außerhalb vom Applet hin und dann nochmal rein, dann geht es vielleicht. Wenn nicht, ist nicht so tragisch, wir werden uns das Ganze gleich dann auch mit GeoGebra machen. Ganz ein wichtiger Punkt, und jetzt müssen wirklich alle wieder einsteigen, gedächtnismäßig. Wenn ich zu einer Funktion, die ich habe, immer zu jedem anderen X die Steigung mir aufzeichnen wird, dann entsteht zu jedem X wieder eine Zuordnung, die Steigungsfunktion steigen wird zu dir. Und die habe ich in der Mathematik den Namen Ableitung. Warum? Es gibt natürlich auch Begründung, aber die ist nicht wichtig. Es gibt die sogenannte Ableitungsfunktion. Ich schreibe das auch vielleicht als neuen Punkt auf. Ich schreibe das einmal mit Worten auf. Die Ableitungsfunktion. Ableitungsfunktion bzw. kurz Ableitung gibt zu jedem x-Wert einer gegebenen Funktion die Steigung an. Ableitungsfunktion, die kurze Ableitung gibt zu jedem x-Wert, der wir haben, die wir die Steigung machen. Und das ist noch ein Punkt, der wir letzten Einheiten. Wie kann ich denn die Ableitungsfunktion nur berechnen? Damit versteht die andere Term irgendwie eine andere Funktion. Schau es so an, weil ich gestern vor das Bild jetzt verwendet habe. Aber ja, zufälligerweise irgendwie erfunden, was das für Funktion sein könnte. Der typische S-förmige Verlauf. Oder hat er erfunden, was das da ist? Das ist irgendwas mit einer Parabel, mit einer einzigen Quadratfunktion, ja? Das mit 3, das ist quasi auch nichts, sondern nur ein Notfall von dieser Funktion dritten Grad, so wie mit x und 3 ist da. Also dem muss mit x Quadrat sein. Es muss irgendwie ein Zusammenhang zwischen den zwei bestehen, der am wenigsten einfach ist. Was hat diese Funktion abgeleitet mit dieser Funktion? Und unsere Aufgabe wird sein, Rechenregel zu ermitteln, wie kann ich denn aus diesen Funktionen ganz rasch die Ableitung finden. Da kommt die Beschleunigung raus. Öffnet euch bitte mal GeoGebra. Wirklich rein, nur GeoGebra, also nicht diese Applet, sondern nur ganz normales GeoGebra. Ihr kennt es auch, am besten ist über, dann habt ihr die aktuellste Version, über meinem Lehrer, so ist er, und dann gibt es unter Vorlage
GeoGebra, Punkt 4416. Und da gibt es eine Exe drinnen, wo Sie das wieder aufmachen könnt. Kehrzeiten auf. Früher habe ich immer gemacht, da man das zuerst händisch macht und dann schauen wir den Computer an. Jetzt mache ich es genau hier erstmal umgekehrt. Wir haben ein mächtiges Werkzeug, das man zu jeder Funktion, die Ableitungsfunktion, auf einen Befehl berechnen kann. Es ist sogar nicht einmal ein Befehl schlussendlich, sondern nur eine Abkürzung, weil es so wichtig ist, wenn man es dann aufhört. Schreiben wir mal her, die Funktion, die man gerne anschauen möchte, ist x hoch 3. Wenn es GeoGebra x hoch 3 gibt, dann kriegt es die Funktion heraus, die diesen S-förmigen Verlauf hat. Die Grafik ist mir jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir, wir wollen die Ableitung bestimmen. Wir wollen eine Funktion bestimmen, die man für jeden x angibt, wie steuer das Geld ist. Wie mache ich das? Ich schreibe einfach rein, Ableitung. Es gibt den Befehl logischerweise Ableitung und von welcher Funktion soll man die Ableitung machen? Von der Funktion f. Brauche ich gar nicht f von x, sondern nur f schreiben. Kommt heraus als Ableitung 3x², oder? Da steckt der Rechenregel dahinter, die werden wir uns dann genau anschauen. Was bringt mir das jetzt? Nur damit ihr wisst, was wir da machen können. Die Ableitungsfunktion, oder kurz Ableitung, die an die Steuer, das in diesem x-Punkt ist. Frage. Wie steil ist es? Die ursprüngliche Funktion mache ich jetzt grün. Bitte nur zuschauen wieder. Kopfrechnen. Wie steil ist es von der ursprünglichen grünen Funktion an der Stelle 1? Das kann ich im Kopf jetzt ausrechnen. Ich muss nur den x-Wert 1 nehmen und in die Ableitungsfunktion einsetzen. 1 nehme ich, x gleich 1, 3 mal 1 zum Quadrat ist 3. An der Stelle 1 ist dort genau 3 steil. Wie steil ist es an der Stelle x gleich 2? Über x für 2, setzt den rein, 2 zum Quadrat ist 4, und 3 ist 12. Das ist ziemlich steuer, schon an der Stelle 2. Das sind zwar nicht überwunden, wir sind sogar relativ weit drin. Wie steil ist es an der Stelle 0? Siehe geschaut, das ist 0. Wenn ich es rechnen möchte, 0 zum Quadrat ist 0 mit 3 ist 0. Das ist die Ableitungsfunktion, die ist ein ganz schnelles Mittel, die sofort die Steigung ausrechnen kann. Ohne dass das komische mit dem Minus machen, mit dem Deltax oder sonst irgendwas. Also unterzügert werden, wir müssen diese Ableitungsfunktion möglichst schnell bestimmen. Jetzt haben wir es also im Computer machen. Macht einen Doppelklick bitte auf dieses x hoch 3 und ändert das ab auf x hoch 4. Es wird automatisch eigentlich wieder die Ableitung ausgerechnet, die jetzt lautet wie 4x hoch 3. Wieder die Frage, wie steil ist es bei der grünen Funktion? An der Stelle x gleich 0. 0. Wie steil ist es an der Stelle 1? X gleich 1. Wie steil ist da? 1 hoch 3 ist 1, mal 4 ist 4. Wie steil ist es an der Stelle minus 0,5? Das ist gleich 0,5. Da muss ich rechnen. Minus 0,5 hoch 3, das ist minus 0,525. Entschuldigung, minus, ja, minus 0,25, weil 4 ist dann minus, minus 0,5 ungefähr. Ja, minus 0,5. Ja, ihr seht, dass diese Ableitung mit so einem kleinen Strich bezeichnet wird. Das ist die Abkürzung, wir brauchen nicht mehr den Befehl Ableiter verwenden, sondern wir können da ganz schnell einfach nur F Strich eingeben. Bitte. Minus 0,5. Wir werden es eh gleich nachrechnen.
F', und zwar der Strich, der über der Raute ist, bitte. Den Strich verwendet ihr. F', und jetzt lassen wir uns das vom Computer ausrechnen. Was ist ein F' an der Stelle, was ich gerade gefragt habe? Minus 0,5. Komma bitte mit Punkt eingeben. Ja, 0,5. Was ist die Ableitung? Wollen wir das ausrechnen lassen? A, also die Steigung, ich tue das gleich umnennen in K, ist minus 0,5. Ich kann es nicht oft genug betonen, das ist so essentiell für die nächsten paar Monate, dass ihr versteht, die Ableitung der Steigungen, und wenn ihr die Ableitung habt, kann ich damit die Steigung berechnen. Ganz, ganz wichtig. Wie wir von da auf da kommen, da weiß man, wo man mit dem Computer drauf kommt. Macht einen Doppelklick drauf und gebt, wir haben auch Exponentialfunktionen schon mal gehabt, oder? Ja. 0,5, minus 0,5. Macht einen Doppelklick auf die x hoch 4 und schreibt e hoch x rein. Andere Sache, bitte probiert das aus, gibt es ein 1 durch x² als Funktion. Wie schaut da die Ableitung dazu aus? Minus 2 durch x hoch 3 schaut die aus, okay? Die Steigung ist jetzt nicht so interessant, aber wir haben zu jeder Funktion, die wir uns irgendwie anschauen werden, eine Ableitung dazu. Okay? Bitte noch einmal zurück auf diese Applet. Noch einmal ganz zurück. Und gehen wir jetzt bitte, ich glaube es müsste Nummer 5 sein, ich probiere es kurz aus. Nein, das bitte eigentlich nicht. Brauchen wir nicht, da haben wir nochmal Nummer 6. Ah, es ist eh beides das gleiche. Das haben wir von der Andi gemacht. Ihr könnt jetzt da oben, seht ihr dieses kleine Eingabefenster, jede beliebige Funktion eingeben und es wird euch immer wieder, zum Beispiel wieder 1 durch x², und es wird euch jetzt mit diesem Play-Button unten automatisch wieder die Ableitungsfunktion gezeichnet. Kann ich ableiten? Ja, das ist egal. Ihr habt also, egal wie die Funktionen wir jetzt finden, Sinusfunktion, Kosinusfunktion, was auch immer, immer wieder eine zugehörige Ableitungsfunktion, die mal die Steigung macht. Die letzten 10 Minuten schauen wir uns jetzt nur genau die erste und einzige Regel für heute an. Wie findet man die händisch? Das ist was, was mittlerweile überzeugend ist, dass man viel mehr dazu reden muss, dass man ähnliche Ableitung gefunden hat, aber die Lehrgang ist nicht verwendet. Also mit dem Skill eine ganz große Lehrkontrolle über die Dinge, wofür ähnlich ableiten müsst. Ja? Das ist was, wer irgendwie vor einer Universität zu gehen, der ist eigentlich an ihrer Fortschrittung auf jeder Universität, selbst die Sportschüler mit dem realen Spielern kann aufgeleitet werden. Ja, aber so ein zentraler Kernpunkt ist, dass wir diesen Fall. Ich bin mittlerweile nicht mehr der Meinung, dass man ableiten
können muss, weil man eh die Werkzeuge hat. Wenn ihr aber die Regeln seht, und die erste werden wir uns jetzt eben anschauen, werdet ihr drauf kommen, dass das sehr, sehr einfach ist. Also, schauen wir uns einmal Folgendes an. Ich werde eine Seite hinzufügen. Und zwar schauen wir uns an als Überschrift Ableitungsregeln. Und ich mache jetzt was, ich lasse euch gar nicht die, ich sage euch gar nicht die Regel, die Rechenregel, sondern ich lasse euch die selber drauf kommen, indem ich euch jetzt ganz gezielt Beispiele zeige. Und zwar habe ich angefangen mit x². Zu x² ist die Ableitung 2x, das schreibe ich mal auf. F von x und dann die Ableitung wird mit f' von x bezeichnet. Ich schreibe es noch dazu, Ableitung, die Strich sieht man da schlecht. F' wird als Ableitung bezeichnet. Vielleicht hätte es bei der Ableitungsfunktion auch noch dazu schreiben müssen. F' von x wird die Ableitung auch noch abgekürzt, dann braucht man nicht immer Ableitung dazu sagen. Und als erstes, wie gesagt, wenn ich die Funktion x² habe, dann ist die Ableitung, haben wir gesehen, 2x. Was ist, wenn die Funktion x hoch 3 ist? Das ist die Ableitung 3x². Also bei x hoch 3 ist die Ableitung 3x². Wer gibt mir denn ein x hoch 4? 4x hoch 3. Stimmt das? Gibt es ein? X hoch 5. Was ergibt das als Ableitung? 5x hoch 4. Und jetzt machen wir gleich ganz allgemein eine Regel draus. Wer kann mir die Regel erklären, wenn ich beispielsweise jetzt nicht x hoch einer Zahl schreibe, sondern die erste Ableitungsregel? Wird das x hoch n. Was ist da die Ableitung? Was muss man machen jetzt ohne diesen n hoch was? N hoch n minus 1. Perfekt. N mal x hoch n minus 1. Die sogenannte Potenzregel. Eine Funktion, eine Potenzfunktion wird so abgeleitet, dass ich die Hochzahl nach vorne schreibe, so wie es hier heißt, und die Hochzahl um 1 vermindere. Jetzt kommen wir wieder auf den 6-Jährigen zu. Das kann man jeden 6-Jährigen schreiben. Weil der kann es nur so schreiben. Der hat sich schon gleich normalerweise. Das heißt, wenn ich auf x hoch 7, dann ist das 7 hoch x hoch 6. Er weiß dann, wie das die Ableitung ist. Deswegen nur ganz zum Schluss ein paar Beispiele dazu. Wo man diese Regel gleich sinnvoll anwenden. Also noch einmal, wenn die Funktion lautet f von x gleich x hoch 7, was ist f' von x? Hoch 6. Wenn die Funktion x hoch 2000 ist, was ist die Ableitung dazu? Wann die Funktion bin ich gemein. X hoch minus 2 ist. Nein.
Wie lautet die Regel? Schreibe die Hochzahl nach vorne und rechne die Hochzahl dann minus 1. Minus 2 minus 1 ist minus 3. Habt ihr nur im Kopf, dass das x hoch minus 2 eigentlich nichts anderes war als was für Schreibweise? 1 durch x². Das heißt, wenn ich eine Funktion so angegeben habe mit 1 durch x², muss ich es zuerst umformen. X hoch minus 2. Okay. Dann kann ich die Ableitung machen. Das haben wir eh gerade gemacht. Minus 2 mal x hoch minus 3. Und weil es in Bruchschreibweise angegeben war, muss ich es auch wieder in Bruchschreibweise umformen. Was ist das minus 2 mal x hoch minus 3? X hoch minus 3 ist nichts anderes als 1 durch x hoch 3. Das minus 2 schleppe ich mit. Oder schreibst du so auf, das minus 2 durch x hoch 3. Und jetzt sage ich wieder aber ganz was Böses. Kurz und einfach. Deswegen nur 2, 3, 4 Beispiele da dazu. Wie schaut es denn aus mit diesem Term? 1 durch x hoch 7. Direkt ableiten wird schwierig werden. Das kann man, wenn man mal tausende Ableitungen gemacht hat. Zuerst umformen, deswegen schreibe ich das gleiche. X hoch minus 7. Die Ableitung dazu, f' von x, ergibt minus 7 mal x hoch minus 8. Jetzt machen wir es geschnitten. Minus, das 7er bleibt oben. Minus 7 durch x hoch 8 kommt schlussendlich raus. Ebenso, und spätestens dort wartet die Leute auf, die nicht mehr wissen, wie sie mit Potenzen rechnen. Böse, böse Zeigefinger. Und jetzt. Was ist, wenn ich eine Funktion habe, die so lautet, x hoch, nicht x hoch, sondern Wurzel aus x. Auch das ist eine Potenzfunktion, wenn man sie im entferntesten Sinn anschaut. Wieso? Weil die Wurzel aus x schreiben. X hoch 1/2. Erinnert euch zurück, haben wir gemacht. Das Spannende ist auch für Wurzelfunktionen, sind im innersten Kern eigentlich nichts anderes als Potenzfunktionen, gilt diese Regel. Also das Ableiten ist wieder nicht schwer, wenn ich das so stehe, ob x hoch 1/2. Ich muss halt nur ein bisschen Bruchrechner vielleicht damit tun. Was heißt die Ableitungsregel? Wie heißt die? Schreibt es auch halb nach vorne, oder? Also was kommt da raus? Ein halbes x mal. Also nicht, da fällt noch was hoch. Ich muss das ein halb weniger 1 rechnen, Kopf rechnen. Ein halbes weniger Ganzes sind minus ein halbes. Wie formen wir das wieder um? Ich
Fangen wir mal langsam an. Hoch, Minus, heißt was? 1 durch x hoch ein halb, oder? Was heißt wieder hoch ein halb? Die zweite Wurzel aus x, also die Wurzel aus x wieder. Oder lang, alles zusammengeschrieben, 1 durch 2 mal Wurzel x. Ah, oder letztes Beispiel. Was ist, wenn wir haben, die Funktion f von x und das ist die vierte Wurzel aus x hoch 3. Die Frage ist die Ableitung. Das schaffen ganz wenig Leute, dass da jetzt gleich die richtige Ableitung ist. Machen wir es mal langsam. Schreiben wir das einmal um als Funktion. Wie kann ich die vierte Wurzel von x hoch 3 nur schreiben? Das kann ich schreiben als x hoch 3 Viertel. Immer das, was vorne von der Wurzel steht, kommt in den Nenner, das, was vorne steht, kommt in den Zähler. 3 Viertel. Vierte Wurzel aus x hoch 3. Also ist die Ableitung. 3 Viertel mal x hoch was? 3 Viertel weniger ein Ganzes sind minus 1 Viertel. Die Ableitung ist wieder erledigt. Wenn ich das jetzt aber noch umschreiben muss, x hoch 1 Viertel. X hoch ein Viertel lässt sich wieder schreiben als vierte Wurzel aus x hoch 1 von mir aus. Genau. Also 3 bleibt oben stehen, 4 mal vierte Wurzel aus x.